Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil unseres Let's Plays von Laras Abenteuer in Südamerika. Wir wollen immer noch kein Square Enix Konto anlegen. Brauchen wir in dem Fall jetzt hier nicht. Genau, wir haben die Fähigkeiten Booster Pakete aufgrund der Craft Edition. Und den Puka Hooksbogen. Ein Outfit-Gewand des Puka Hook. K&H Cap. Outfit-taktisches Abenteuer. Eine Zetch Wick 707, wahrscheinlich eine Pistole oder sowas. Ein Forscher-Outfit. Gut, jetzt haben wir alles durch, jetzt können wir mal weiterspielen. Schauen wir mal, ob die Initial-Ladesequenz wieder so lang ist wie beim ersten Mal. Ja, das erste Mal laden, das dauert immer ein bisschen. Das könnte ich gebrauchen. Die Tipps für die Ressourcen werden also immer wieder wiederholt, wenn man das Spiel nochmal neu angeht. Also wenn man dazwischen kurz Pause macht. Das bewahre ich für später auf. Jonah! Hört mich jemand? Spiel ist ab dem 12. Hallo? September ja im Early Access. Jemand da? Verfügbar für alle Vorbesteller der Craft Edition. Würde mich mal interessieren, wie ihr das Spiel so findet bislang. Habt ihr bestimmt dann auch schon gespielt, wenn ihr das hier seht. Eine Wunderblume. Verbessern die Konzentration. Aha, können wir Kräutermischungen erstellen. Gibt es bis zu 24 Kräuter, die man sammeln kann. Das ist, glaube ich, ein bisschen neu. Kenn ich muss sie finden. Nicht. Versuch so wenig wie möglich R3 zu drücken, damit man nicht einfach von einem gelben Punkt zum anderen läuft, sondern so ein bisschen hier die Umgebung auch anschaut. Und dies ist ja wirklich wert, angeschaut zu werden. Natürlich gibt es so kleine Clipping-Fehler und so, das kann man nicht vermeiden bei der Vielzahl an Objekten, aber es ist echt das bislang schönste Konsolenspiel, finde ich. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Thank you.
Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten 3 Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen. Angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Ja, diese Lagerfeuer sind quer verteilt durch das Spiel, so wie es auch in Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider war. Und hier können wir unsere Fähigkeiten aufwerten. Wir können neues Equipment herstellen und auch neue Munition und auch schnell reisen zwischen den einzelnen Lagerfeuern. Jetzt 3 Fähigkeitenpunkte. Schauen wir uns mal an, wie der Fähigkeitenbaum in Shadow of the Tomb Raider aussieht. Suche verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Wählen Sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus als in den vorherigen Teilen. Das ist jetzt hier ein Skilltree, ein Fähigkeitenbaum und nicht 3 separate. Was es ein bisschen übersichtlicher macht, theoretisch. Und jetzt schauen wir, was wir als erstes freischalten könnten. Das ist das weiß markierte, glaube ich. Ne, das weiß markierte haben wir schon. Also Erholung des Pumas erhöht die Zeit des genauen Zielens. Bei aufgeladenen Schüssen haben wir aktiviert. Schritt des Hoazins. Sprünge, Landungen und Stürze sind leiser. Und sie können schneller schwimmen. Eile des Kaiman. Jetzt eine Kopftreffer-Zielunterstützung aktivieren. Das ist wahrscheinlich, wenn man den Bogen zieht und dann zoomt und dann wird automatisch der Kopf anvisiert. Das gab es schon im Vorgänger. War aber dann am Ende gar nicht mehr so hilfreich, weil die Gegner ja dann auch am Ende Helme hatten und man konnte wohl auch 3 Pfeile gleichzeitig verschießen in Rise of the Tomb Raider, habe ich aktiviert, aber habe nie rausgefunden, wie das tatsächlich funktioniert. Also so Dead-Eye-mäßig, wie in Red Dead, hat es nicht funktioniert. Witzigerweise gab es sogar eine Fähigkeit, die Dead Eye hieß, als Anspielung an Red Dead in Rise of the Tomb Raider. Wir können wohl von Anfang an sehr viele Fähigkeiten hier schon auswählen. Ja, die Chance, dass die Chance erhöht wird, dass wir Pfeile zurückerhalten, das ist immer gut. Weil man stets Munitionsknappheit ein bisschen hat am Anfang. Zum Beispiel angrenzende Fähigkeiten aktivieren. Okay, man darf hier nicht einfach irgendwas wählen. Es muss immer angrenzend sein. Sonst wäre es wohl ein bisschen zu einfach, dass man hier gleich die stärksten Fähigkeiten wählen kann, wobei einige immer noch hier noch nicht freigeschaltet sind. Seltene Tiere kann man auch finden hier. Gar nicht so einfach. Sie spannen den Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das klingt gut. Jetzt haben wir noch einen Punkt, aber... Ah, können wir hier noch was? Blick des Adlers. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten, Forschertaschen und Schatztouren mit Überlebensinstinkten. Das ist ganz praktisch. Mit einer Betätigung von R3 können wir dann das hier alles finden. Das ist also wie im Vorgänger. Es gibt wieder Artefakte, Monolithen. Muss man wahrscheinlich die entsprechenden Sprachkenntnisse erwerben. In Rise of the Tomb Raider gab es ja Mongolisch, Griechisch
und noch eine dritte Sprache, ich glaube Russisch. Das war ein bisschen mühselig, finde ich. Also ich habe da selten diese Monolithen wirklich entschlüsseln können. So gut wie gar nicht, weil man, obwohl ich sehr viele Sammelobjekte immer mitgenommen habe und Logbücher gelesen habe, weil man diese Sprachfertigkeiten sehr langsam nur weiterentwickeln konnte. Ich hoffe, das ist hier ein bisschen anders gelöst. Und dann gibt es natürlich noch Forschertaschenschatztruhen, wo es dann Gold natürlich dann noch gibt. Auf die anderen Möglichkeiten hier an dem Lagerfeuer haben wir leider noch keinen Zugriff. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Das finde ich ganz spannend, dass man jetzt unter Wasser viele Gegenstände auch findet. Aber anderweitig muss man dann jetzt wirklich noch mehr absuchen, um an Ressourcen zu kommen. Ja, das Jagen wird wahrscheinlich auch wieder ein Teil des Spiels sein. Habe ich in Rise nicht so sehr genutzt. Hierauf, ne? In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Eventuell können wir hier hochkraxeln. Nee, können wir nicht, aber wir können es abschneiden. Ich brauche was zum Durchschneiden. Können wir noch nicht. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Das kannst du wirklich. Es gibt dann wieder so kleine Challenges, 5 Pflanzen aus den Baumkronen zu sammeln. Bekommt man dann einen Bonus, wenn man das schafft. Ein Erfahrungspunkt-Bonus wahrscheinlich. Und es gibt auch immer noch diese Gräber, die man hier ausheben kann. Oder die man hier besuchen kann, optional. Ich denke mal, die erste wird jetzt nicht optional sein. Ah, brauchen wir die Kletteraxt, um hier uns einen Zugang zu verschaffen. Als Belohnung gibt es hier natürlich besonders seltene Schätze. Ah, nice. Bringt uns aber nichts. Ich werde gar nicht erst versuchen, und abzuschätzen, welche Tierarten wir hier sehen. Also ich habe ein paar Kaninchen gesehen. Aber die anderen Tiere kann ich jetzt nicht näher bestimmen.
Ja, das Herausforderungsgrab bekommen wir immer noch eine Mitteilung, dass das in der Nähe ist. Aber wir haben ja schon den Eingang gefunden eigentlich. Hm, vielleicht kommt man hier hoch. Diese weißen Markierungen kann man eben auch ausschalten, wenn man es dann ein bisschen schwieriger noch haben möchte. Ein bisschen realistischer. Ach, kann ich ja auch noch nicht. Und hochklettern mag sie nicht. Ah, okay, wir sollen hier ranholen. Voller Erfolg. Verdammt! Ja, wenn wir jetzt Anakin Skywalker da hätten, dann könnte er natürlich das Flugzeug hier rausheben. Ja, natürlich Luke Skywalker, nicht Anakin. Ich muss da rein, um meine Ausrüstung zu holen, kann das? Ich glaube, die ist doch eher in den Netzen oben, in den Baumwipfeln. So, jetzt habe ich mir ein Rotorblatt geholt, damit ich die Seile durchschneiden kann. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Ein Basislager haben wir hier. Jetzt haben wir peu à peu Zugriff auf andere Bestandteile oder Elemente der Lagerfeuer-Waffenherstellung. Graben Sie auf Ihr Inventar zu, um das Messer herzustellen. Das Menüdesign erinnert dezent an The Last of Us. Fand ich schon im Vorgänger, aber jetzt ist es noch ein bisschen deutlicher, finde ich. Aber warum auch nicht was Gutes umsetzen, anstatt sich was Neues zu überlegen, was vielleicht nicht so gut ist. Die Fähigkeitspunkte, das machen wir mal später. Das müsste scharf genug sein. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Habe ich nicht alles zusammengepackt. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Ich weiß nicht, ob wir das Herausforderungsgrab jetzt betreten können. Das würde ich schon gerne mal zeigen. Mal ausprobieren. Jetzt mal ausprobieren einfach. Wenn ich es ja wieder hinfinden sollte.
Also bin ich, ob wir die Kletteraxt schon eingesammelt haben. Schauen wir mal. Ne, haben wir noch nicht. Weil sie hat ja eben auch gesagt in der kleinen Zwischensequenz, dass sie nicht alles zusammen eingepackt hat. Also wäre wahrscheinlich quer verteilt auf dieser Insel mitten im Amazonas. Ja, unsere Ausrüstung jetzt erstmal sammeln müssen. Sind das Seekühe? Ich weiß es nicht genau, wie die heißen. Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Das ist also wie im Vorgänger auch, dass die Tiere hier frei rumlaufen und wenn man sie aber aufscheucht, dann verschwinden sie hier in solchen unzerstörbaren Barrieren. Selbst Feuerpfeile können die nicht durchbrechen. Den Pfeil wo befestigen. Ich glaube, hier drüben gab es da was. Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel? Wo bist du? Oh nein. Miguel? Miguel? Miguel! Muss ich vorsichtig sein. Es funktioniert.
Ja, das haben wir schon rausgefunden, wie wir uns heilen. Das braucht man auch dringend. In solchen Kämpfen. Im Vorgänger haben wir uns ja schon mit Bären auseinandergesetzt. Hier sind es also jetzt Jaguare und andere seltene Tiere. Sehr spannend, finde ich. Hier gibt es jetzt einiges einzusammeln, das muss ich jetzt leider mal machen. Das hat später dann auch wirklich Vorteile, dass man schnell Sachen aufleveln kann. Und stets genug Medizinvorräte hat. Ja, vorhin habe ich noch gesagt, ich versuche nicht so oft R3 zu drücken, aber das bezieht sich dann mehr auf Rätsel. Wenn es jetzt hier um sammelbare Items geht, dann nutze ich das schon gern. Dafür ist sie auch da. Ich glaube, das war es jetzt erstmal mit den Jaguaren. Nächstes Ziel, Jonah finden. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Jack Forwards Expeditionstagebuch. Das könnt ihr dann, wenn ihr das Spiel selber spielt, gerne mal euch angucken. Man muss ja nicht alles sich anhören. Finde ich nicht so cool, dass man da immer rausgerissen wird ein bisschen, dass man das immer aktivieren muss. Einerseits finde ich es gut, dass es jetzt optional ist, dass es nicht automatisch abgespielt wird. Aber was ich nicht so gut finde, ist, dass man ja diese Audio-Logs, also sie kann ja auch lesen, während sie hier rumläuft. Vielleicht nicht rumklettert, aber das hätte man ja irgendwie aufbereiten können, dass es vielleicht Tonbandaufnahmen sind und dass man wie in Bioshock dann sich weiterhin durch die Spielwelt bewegen kann. Das hätte schon einen enormen Komfortfaktor gehabt. Es gibt bestimmt triftige Gründe, warum sie sich dagegen entschieden haben. Kann ich darüber? Ja, sieht so aus. Das Gefühl, ich habe ja noch einiges verpasst. Bin hier nämlich auch noch rüber. Also, wir haben jetzt hier auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit in unserem Let's Play hier. Aber wir versuchen natürlich, so viel wie möglich mitzunehmen hier. Und zu zeigen. Da fehlt uns immer noch die Kletteraxt. Das ist auch so eine Sache. Das ist so ein bisschen das Metroidvania-Spielprinzip, dass man später dann wieder an bestimmte Gegenden zurückkehren kann und mit neu erworbenen Fähigkeiten und Equipment diese Gräber dann lösen kann. Oder ja. Es ist ein bisschen Geschmackssache, aber in Rise of the Tomb Raider war es so, dass man ziemlich zum Ende erst alle, zumindest war es bei mir so, alle Items hatte, um die Gräber zu machen. Und wenn man dann kurz vor Ende der Story ist, dann haben wir noch keinen Bock mehr zurückzugehen irgendwie in das vorletzte Gebiet und nochmal das alles zu machen. Also da hoffe ich auch ein bisschen Besserung hier. Aber das ist alles jammern auf hohem Niveau. Rise hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und Shadow bisher auch. Das Flugzeug! Jonah, bist du da?
du bist tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Das muss Kuvak Jako sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh. Oh. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren?
Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Ja, wir müssen also hier den Quechua, Dialekt lernen, damit wir hier diese Monolithen entschlüsseln können. Das ist wie im Vorgänger, wo es eben auch verschiedene Sprachen und Dialekte gab, die es zu erlernen gibt. Und unsere Aufgabe ist eben, alte Dokumente, Wandgemälde und Relikte zu sammeln, um die alten Dialekte dann zu lernen und die höherstufigen Monolithen dann lesen zu können. Und die Monolithen sind nichts anderes als Schatzkarten. Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Okay, lassen wir es los. Langsam. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Oh, der Eimer lenkt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Tja. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Ich weiß schon, dass ich irgendwie die Brücke anheben muss, indem ich diese beiden Punkte mit einem Pfeil verbinde. Aber wie soll das funktionieren? Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Ja, das so habe ich schon gerafft. Anziehen bringt da nichts. Müsste eigentlich direkt hinter diese Seilwinde oder hier dahinter stehen und dann einen Pfeil hier nach unten schießen, dann könnte ich das miteinander verbinden. Aber wie wir gerade gesehen haben, wenn das hier so runterkurbelt, dann haben wir da keine Chance, das zu verbinden. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Können wir die Markierung wieder wegnehmen hier? Ja, ich kann da jetzt noch 100 Mal das bewegen. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Oder vielleicht kann ich mich hier rüberschwingen. Aber wir werden wahrscheinlich sterben, aber wir probieren es gleich mal aus.
Aber die Ladezeiten sind glücklicherweise sehr kurz. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Gut. Das Wasser muss zu dem bitte Eimer fließen. Das zu wiederholen. Ja, was bringt denn das? Ist hier der andere oben. Okay, vielleicht kann ich mich da dranhängen. Ach, nee, der Eimer lädt. Auch nicht. Komm zurück, wir versuchen's nochmal. Der Eimer leckt. Dann muss ich doch den Eimer irgendwie reparieren. Und hier das nicht 100-mal machen. Oh, vielleicht gibt's dann ja irgendwann mal einen Tipp. Hier dabei bleiben. Nee. Ich muss es gleich loslassen. Schnell! Ich kann es kaum noch halten. Ja, ich bin noch da. Ich raff's gerade echt nicht. Was bringt denn das, wenn das hier runterfährt? Vielleicht muss ich hier von unten das dann anschießen. Mal schauen, ob ich da vielleicht runterkomme. Das ist, glaube ich, das Ziel, ja. Dann das miteinander verbinden und dann, wenn es wieder hochgeht, wird es nämlich hochgezogen. So ist es nämlich. Ich dachte es mir schon, ich wusste nicht, dass ich hier runter kann. Hat aber ein sehr enges Zeitfenster. Dieses Symbol kommt, können wir okay, Jonah. Zwei Seile miteinander verbinden. Müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Das ist neu. Wahrnehmungstränke gibt es jetzt auch. Also man kann nicht nur Heilgegenstände herstellen, sondern auch Wahrnehmungstränke. Und dadurch kann man eben verschiedene Pflanzen und Tierarten wahrnehmen. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Aber ich glaube nur für eine begrenzte Zeit. Also noch läuft das? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Hier haben wir wieder ein Basislager. Da können wir mal kurz unsere Fähigkeiten... Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder besser. Da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Ein Durchgang. Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat.
Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Der Hase im Hintergrund war echt ganz knuffig. Ah, das ist noch was. Ja, Partiti ist so ein Zwischenziel hier im Spiel. Das wurde ja schon prominent vorgestellt in den Gameplay-Demos. Wir durften es auch live vorgespielt sehen auf der E3. Sehr eindrucksvoll, was für ein lebendiges Dorf sie da kreiert haben. Mit vielen, vielen Dorfeinwohnern und Bräuchen, die sie ausüben. Da ist wohl sehr viel Recherchearbeit auch reingeflossen. Aber wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis wir dort ankommen. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Ah, der Jaguar strikes back. Die Leuchtpistole, damit noch mehr Tiere auf uns aufmerksam werden. Ich habe das Gefühl, wir werden hier nach und nach die seltenen Tierarten ausrotten. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Bau für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich
Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Das ist ja echt ganz schön, dass wir jetzt hier die junge Lara Croft aufspielen dürfen. Croft Manor. Ich bin gespannt, ob das von der Innenarchitektur so ist wie in den klassischen Tomb Raider Spielen. Da haben wir ja auch das Croft-Anwesen erkunden dürfen. Aber erst gucke ich mich hier ein bisschen um. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die Jahrtausende lang unberührt war. Wir können die Umgebung beeinflussen. Mal sehen. Wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Die Weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas.
hat nicht gereicht. Welches Krähennest? Wo ist hier ein Krähennest? Muss es finden. Ich würde es echt hier gerne jedes kleine Detail entdecken. So ein bisschen wie The Awesome Adventures of Captain Spirit, was hier auch von Square Enix kommt. Ich glaube, das hat es hier ein bisschen beeinflusst. Dieser kleine kostenlose Vorschau-Teil, wo noch ein kleines Kind spielt, auf Life is Strange 2, was wir auch am Ende des Monats behandeln werden, wenn alles gut läuft. Wo ist das doofe Nest? Doch hier oben rein wird? Wahrscheinlich nicht. Auch nicht so wild. Der Boden ist nah. Lara stürzt in die Dunkelheit. Oh, Schätze ausgraben. Nee? Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Schade, warum kann man hier hin, wenn es hier nicht weitergeht? Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Nicht runtersehen, nicht runtersehen. Stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Fast geschafft.
wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Oh, einmal hier lockeres Mauerwerk erwischt und diese ganzen Abenteuer hätten nie stattgefunden. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Unter sich ein Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht und Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Die weiße Königin finden ist also hier unser Ziel als junge Lara Croft im Croft-Anwesen. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und hoffe, es hat einigermaßen unterhalten.